Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Wir sind erneut Protoss. Was heißt erneut? In der letzten Folge waren wir am Ende nicht Protoss. Leider. Hey, und ich muss ein bisschen husten hier. Sorry dafür. So, was machen wir denn so? Erstmal ein ganz normales PvT, würde ich sagen. Wir versuchen auf Blinkstalker zu gehen. Mal gucken, ob das klappt. Vielleicht schießt uns unser Gegner ja auch, wie in der letzten Partie. So, da ist er auf jeden Fall. Ganz normal. Ein Gas. So, er ist leider hier rausgefahren. Das heißt, er könnte uns gleich ein bisschen nerven. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Wir werden es aber gleich sehen. Ich würde nämlich jetzt am liebsten natürlich ganz normal exen. Ich will auch gar nicht hier einen Proxy-Pylon bauen. Ich wollte nur ein bisschen so wegfahren, dass er sich der Möglichkeit bewusst ist, dass das ein Proxy werden könnte. So, und deshalb müssen wir jetzt auch mal einmal ganz kurz hier ein bisschen wegfahren. Damit wir ihm nicht direkt wieder in die Arme fahren und das quasi weggeben, diesen Vorteil. Andererseits brauchen wir jetzt auch einen Pylon. Ich hoffe mal, er ist jetzt weg. Weil wir könnten ihn auch einfach hier mitbauen. Naja, ist jetzt auch egal. So. Was machen wir denn hier? Ein Gas. So, du bleibst bitte hier oben. Du eigentlich auch. Ja, Python ist jede Sekunde fertig. Stell dich mal nicht so an hier. War schon ziemlich perfekt, ja. Nicht ganz, gebe ich zu. Aber ziemlich. Und das muss reichen. So. Ich habe mich ja wieder entmutet nach dem Husten, ne? Ja, alles gut. Weiß gar nicht, warum ich heute so ein bisschen husten muss zwischendurch. Coronavirus wahrscheinlich. Ich bin hier. So. Das gefällt mir übrigens gar nicht, dass die hier ist. Da ist auch dann genau der Grund. Ich hoffe, dass er wenigstens mit dem Leben bezahlen muss. Immerhin. Aber er hat zwei Probes bekommen und jetzt followen hier auch noch die Probes allen anderen. Nicht ideal, der Start, aber was soll's. Immerhin ist der Reaper tot. Und das, ohne dass er irgendwie eine wertvolle Information mitgenommen hätte. Denn eigentlich ist das Wichtigste am Reaper nicht, dass er am Anfang Einheiten killt, sondern dass er sieht, was da so kommt. Denke ich, wir das gleich mit irgendeinem Follow-up dann nochmal abchecken, was da so wirklich kommt. Aber muss eine Shield Battery mindestens hier. So, du bleibst bei 2. Deine Gates sind ein bisschen spät. Naja, gut, ist so. Lässt sich jetzt nicht ändern. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht sofort in den Widowmine Drop rennen und dann nur zwei Stalker hier zur Verteidigung haben. Und auch nicht in den in den Cyclone Pressure. Und vorne auch nur zwei haben. Wobei da jetzt immerhin die Shield Battery fertig wäre. So, Nummer 3 für Armee Nummer 2. Die Nummer 1 ist natürlich die hier vorne. Der kann hier gerade noch keinen dritten Stalker zur Verstärkung schicken, jetzt aber schon. So. Oh, auf 9 bitte. Das Chrono boosten. Und einmal bitte hier lospeilenden, um möglichst schnell zu sehen, was da so kommt. So, zwei hier rein, zwei da, also eine zu viel, da rein.
Observer. Chronobrust. Oh. Was war das denn? Cyclops. Adden wir hier doch mal schnell so ein Ding. Mit Blink aber eigentlich sehr gut aufgestellt. Wir müssen nur in Erfahrung bringen, ob er jetzt wirklich auf Mac geht. Was ich jetzt fast vermute. Gucken, ob er hier noch so rumsteht. Ist aktuell nicht der Fall. Trotzdem würde ich jetzt ganz gerne mal den Pressure übernehmen. Da ist er. Weg. Oh, wie lauft ihr denn? Und wir stocken auch auf Robo 2 und 3. Und warum habe ich hier nur... Achso, das ist noch nicht fertig, das letzte Game. Ja, du nicht, oder was? Shit. Was ich schon am Long Distance meine. Fällt mir jetzt nicht so. Ich denke, wir werden aber ein All-In setzen. Auf Two Base vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir das machen. Das ist zu riskant, um ehrlich zu sein. Das Problem ist, es kann sehr gut sein, dass er hier gleich steht. Aber die meisten Sachen stehen jetzt hier. Wir brauchen natürlich jetzt Mars Immortal. Denn die können hier genug aushalten. Die zeigen uns vielleicht gar nicht mal das Allergeilste. Aber ich denke, in Kombination mit Blinkstalkern schon ganz okay. Du müsstest dich mal einmal hier so positionieren. Ich spüre einen. Schade. Das wäre schön geworden. Ich bin hier. Schon wieder zu spät, das Boss fehlt. Schade. Nuller Mac gerade schon. Wir haben kein Force Field gerade leider. Was ärgerlich ist. Haben wir noch Immortals hier? Leider meine eigenen Force Fields. Ich bin hier in den Schatten. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hier sind
Was machen die denn hier? Die sind doch mal wieder den beschissensten Weg gelaufen, den man so laufen kann, ne? Was machst du denn jetzt hier? Ich bin hier in den Schatten. Mineralienfeld erschöpft. Ihr benötigt mehr. Warum haben wir so wenig Gas? Weil ich hier keins genommen habe. Hallo, nicht stehen bleiben! Was macht ihr denn jetzt hier? Das ist ganz scheiße. Ich habe einfach viel zu wenig vom allem, leider. Ich hätte viel mehr Gates gebraucht. Hallo? Warum haben wir so wenig Gas? Ah, das war nicht schön. Das war nicht schön. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf das Feuer klicken und jetzt ein Aspekt von mir. Wieder einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.